Ja, willkommen bei Glasklar eingetaucht. Das Format von Gelsenwasser, wo wir uns kurz und knapp mit einigen wichtigen Themen befassen wollen, die uns beschäftigen hier. Wir wollen uns heute mit der Transformation im Ruhrgebiet beschäftigen. Ein Thema, was in aller Munde ist, gefühlt von der Politik teilweise schon mehr oder weniger umgesetzt. Aber tatsächlich ist doch noch vieles, vieles zu tun. Viele Fragezeichen sind da. Und nicht nur eine Gelsenwasser, sondern ich glaube, jedes Unternehmen im Ruhrgebiet befasst sich gerade mit der Frage, wie die grüne Transformation funktionieren kann. Was denken die Menschen dazu? Wir haben wieder Umfragen eingeholt, um eine Basis für das Gespräch zu haben. Und vor allem haben wir eine Expertin in dem Themenfeld heute hier. Ich freue mich sehr, mit Frau Dr. Desiree Schulte, einer Beraterin, kann man glaube ich sagen, in dem Bereich von Unternehmen im Bereich grüne Transformation zu haben. Sie ist auch gleichzeitig H2-Netzwerk-Geschäftsführerin seit kurzem, neben ihrer Tätigkeit bei Fastil. Und liebe Frau Dr. Schulte, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Behr, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und dass wir über dieses spannende Thema sprechen können. Sie beraten Unternehmen in diesem ganzen doch ja sehr breiten Feld grüne Transformation. Wie ist die Lage im Moment aus Ihrer Sicht? Was sind so die großen Herausforderungen? Ja, es gibt noch viele Unsicherheiten, muss man tatsächlich sagen. Viele Themen, die aufgeworfen werden, viele Fragen, die sich stellen, die noch nicht geklärt sind. Also Unsicherheiten diesbezüglich, wie kann ich meine Prozesse umstellen? Wie kann ich die Transformation in meinem Unternehmen vorantreiben? Es gibt teilweise Probleme noch mit der Akzeptanz, also die Unternehmen überlegen sich, wird das akzeptiert, auch in der Branche, wenn ich mein Unternehmen umstelle, beispielsweise auf grüne Energie, was kostet mich das, wer kann mir helfen, welche rechtlichen, regulatorischen Anforderungen umzusetzen und habe ich in meinem Umfeld überhaupt die richtigen Personen, mit denen ich diese Umstellung durchführen kann. Also sprich, habe ich genügend Fachkräfte, wo bekomme ich diese Fachkräfte her? Wo kann ich mich informieren? Wer kann mir helfen? Das sind so Punkte, die immer wieder auftauchen. Im Bereich Regulatorik, lassen Sie uns da nochmal kurz hängen, das ist, glaube ich, ja eines Ihrer Kerngebiete. Genau. Wo ist die Problematik bei Regulatorik im Moment? Ja, je nachdem, wie man sein Unternehmen auch umstellen will, was habe ich zu beachten? Welche Norm, welche Rechtsgrundlage greift für mich? Wie komme ich in den Kontakt mit der Behörde? Wie trete ich in einen Dialog? Und da beraten wir, also die Firma Fastil, ganz explizit, suchen da auch den Kontakt mit Behördenvertretern, führen die Unternehmen mit den relevanten Behörden zusammen und vermitteln da. Ist das mehr geworden? Ja, ist definitiv mehr geworden. Die Nachfrage ist groß, was diese beratende Tätigkeit dahingehend angeht, weil viele Unternehmen auch unsicher sind. Ne? Also sie wissen nicht, wer ist jetzt die richtige Behörde, was ist das richtige Gesetz für meine Umstellung, für meine Transformation, was muss ich beispielsweise beachten, wenn ich jetzt zum Thema Wasserstoff wechseln will, was sind da die Regulatorien, was muss ich da an Normen und Gesetzen einhalten. Und da ist unglaublich viel Bedarf und auch viel Nachfrage, auch an Dialogen, an Austausch, an Erfahrungen. Genau, das ist im Moment so das bestimmte Thema, würde ich sagen. Mhm. Regulatorik ist ja am Ende ein sehr operatives Thema, wo man sich eben entsprechend aufstellen muss, was sicherlich viele Mittelständler dann auch gar nicht mehr so richtig können. Sie haben ein anderes Thema angesprochen, Akzeptanz, also Schnittstelle zur Bevölkerung, die ja verschiedene Art für ein Unternehmen ist, als Kunde, als Mitarbeiter oder Kundin. Lassen Sie uns an dem Punkt vielleicht nochmal bei Civay einsteigen. Janina Mütze ist heute hier, die Geschäftsführerin, wieder. Und wir haben einige Umfragen dazu eingeholt, gerade zu dem Themenkreis Industrie und wie ist die Sicht der Menschen auf die Industrie. Was hast du herausgefunden? Ja, hallo erstmal. Hallo aus Berlin. Ich freue mich, dass ich mich heute zuschalten darf. Das sind ja wirklich die großen Transformationsthemen, die wir heute besprechen oder die ihr und sie heute besprechen. Die beschäftigen auch die Wirtschaft selbst. Also wir wissen aus vielen Erhebungen, dass insbesondere die privatwirtschaftlichen Entscheider, also diejenigen, die in Führungspositionen sind, im C-Level arbeiten, dass die sehr pessimistisch mittlerweile auf den Wirtschaftsstandort Deutschland gucken. Und
Dennoch haben wir uns mal, oder gerade aus der Situation herauskommend, haben wir uns mal gefragt, welche dieser Wirtschaftszweige eigentlich aus Sicht der Deutschen insgesamt in den nächsten 10 Jahren in Deutschland weiter relevant sein werden. Da kann man sagen, Experten wissen es doch im Zweifel besser, aber ich finde es auch immer wichtig, sich einmal in die Bevölkerung reinzuschauen, in die Arbeitnehmerschaft reinzuschauen, um zu wissen, wo eigentlich so ein gewisser Zukunftsoptimismus noch da ist und in welche Branchen, welche Industrien man eigentlich für zukunftsfähig hält. Und da sehen wir in unseren Daten, dass ziemlich genau 2/3 der Menschen, der Befragten, die Fertigungsindustrie als weiterhin relevant ansehen. Die Gastronomie, das sagt gerade einmal jeder Zweite, dass das noch ein relevanter Wirtschaftszweig in Zukunft sein sollte, finde ich ganz interessant, weil ich würde immer sagen, gegessen wird doch eigentlich immer, oder das wäre so meine Hoffnung, dass das auch in Zukunft noch ein relevant sein sollte. Ja. Finanzindustrie haben wir auch mit abgefragt, da sagen 57% der Deutschen, dass ist ein relevanter Wirtschaftszweig. Versicherungsindustrie sind wir bei 46%. Und Transportindustrie knapp über die Hälfte. Knapp 15%, etwas mehr als 15% sagen, keine der genannten weiß nicht. Also da merkt man schon, dass das sind nicht die Branchen, also das sind Menschen, die in keiner der Branchen wirklich eine Zukunftsfähigkeit sehen. Wir haben uns das auch nochmal so ein bisschen nach regionaler Zugehörigkeit angeschaut. Und da sehen wir zum einen auf der Bundeslandebene, dass beispielsweise die Fertigungsindustrie insbesondere in Süddeutschland als besonders relevant eingeschätzt wird. Also sehen wir in Bayern Werte über 70%, in Baden-Württemberg auch. Und wir sehen natürlich auch, wenn wir tiefer ins Detail reinschauen, wirklich auch auf Landkreisebene, dass es regionale Unterschiede gibt. Ne? Also beispielsweise im Großraum Frankfurt am Main, da sehen wir dann die Finanzindustrie ein bisschen stärker vertreten. Auch das macht natürlich Sinn. Aber es ist vielleicht auch interessant, einmal wirklich ins Ruhrgebiet reinzuschauen, weil auch da sehen wir regionale Unterschiede und beispielsweise sehen wir, dass insbesondere in Bottrop knapp 75% sagen, die Fertigungsindustrie, das ist ein Wirtschaftszweig, der in den nächsten 10 Jahren noch relevant sein sollte. Sehr schön. Das ist eine sehr gute Grundlage dafür. Das heißt ja, Frau Dr. Schulte, die Akzeptanz scheint relativ hoch zu sein für das produzierende Gewerbe, oder nicht? Genau, ja, also überrascht mich auch tatsächlich gar nicht. Also gerade im Ruhrgebiet, das ist ja so die klassischen Ingenieurwesen, die klassische Industrie und dass die Akzeptanz hoch ist, das sollten wir auf jeden Fall auch nutzen, um damit auch die Transformation voranzutreiben. Ne? Also das eine geht im Moment nicht ohne das andere, ganz klar. Und deshalb denke ich, ja, also Ruhrgebiet ist halt auch so eine Machermentalität und das sollten wir auf jeden Fall nutzen und da sollten wir vorangehen. Also eine schöne Grundlage auf jeden Fall, schon mal für die Schritte, für die Transformation, die zu tun ist. Wie sieht denn so der Auftrag oder die Sicht der Menschen aus auf das Thema Transformation? Ja, Transformation ist, glaube ich, ein Stichwort, was für viele Menschen sehr wenig greifbar ist. Das ist natürlich ein großes Buzzword, gerade in der Wirtschaft. Deswegen versuchen wir es immer so ein bisschen, gerade in den Befragungen, die breiter Bevölkerung reingehen, ein bisschen nahbarer zu machen. Und wir haben mal einen Aspekt abgefragt und das ist die Frage, ob die Fertigungsindustrie in den nächsten 10 Jahren nachhaltiger werden soll. Also da sehen wir beispielsweise eine relativ starke Zustimmung. 58,4% würden sagen ja. 21,8% sind hier unentschieden. Das ist ein relativ großer Wert. Das ist ja also ein Fünftel. Liegt auch daran, dass man vielleicht mit dem Begriff Fertigungsindustrie, wir haben es präzisiert, auch in den Fragestellungen, welche Branchen da mit reinfallen, nicht ganz so viel anfangen kann. Und wir sehen auch, dass rund ein Fünftel sagt, nachhaltig sollte nicht nachhaltiger werden. Insgesamt, auch wenn wir das mit anderen Erhebungen in dem Bereich vergleichen, sehen wir schon, dass die Relevanz von Nachhaltigkeit gesehen wird. Also das ist etwas, was wir aktuell in allen Erhebungen eigentlich sehen. Die Menschen verstehen, dass wir nachhaltiger werden müssen, auch in vielen Bereichen. Wir sehen aber trotzdem, insbesondere aufgrund von konjunkturellen Schwierigkeiten, sehen wir auch eine gewisse Resignation auf dem Bereich Nachhaltigkeit. Also das ist sicherlich etwas, wo wir gerade jetzt vielleicht ein wenig in die Herausforderung der Transformation kommen, weil die Menschen das jetzt auch spüren und auch
vielleicht am eigenen Geldbeutel spüren. Wir haben das einmal auch regional ausgewertet und sehen da ganz, ganz klassisch, dass die Zustimmung zu mehr Nachhaltigkeit in den westdeutschen Bundesländern etwas größer ist. Also insgesamt haben wir 58,4%, die sich für mehr Nachhaltigkeit aussprechen. In den ostdeutschen Bundesländern haben wir zum Teil Tiefstwerte von nur 50% Zustimmung, aber das ist relativ klassisch verteilt auf solchen Fragen. Ganz schön ist auch, dass wir im Ruhrgebiet, wenn wir da noch mal etwas tiefer reingehen, keine unterdurchschnittliche Zustimmung zum Thema Nachhaltigkeit sehen, sondern sie eher weiter vorne liegt. Also wir sehen beispielsweise, dass wir in so einer Region wie Duisburg sagen 67%, sollte nachhaltiger werden. Also das finde ich ganz interessant. Gerade auch in den Regionen, wo viel Transformation schon erlebt wird, ist man nicht unbedingt gegen mehr Transformation, also vielleicht auch, weil man es schon erlebt hat. Mhm. Aber gerade Duisburg ist so ein klassischer Standort für Wasserstoff. Ja. Wie werten Sie die Ergebnisse? Also zum einen möchte ich der Frau Mitte zustimmen. Also gerade dieser Begriff Transformation ist für viele noch sehr schwammig. Deshalb auch da eine gewisse Unsicherheit noch. Das andere, was sie gerade gesagt hat, ist mit Duisburg, das ist ja wirklich so ein alteingesessener Industriestandort und der hat schon mal eine Transformation auch erlebt und weiß eigentlich, wie es geht. Die Leute sind sich dessen bewusst, dass was geschehen muss, sowohl die Bevölkerung als auch die Unternehmen selber. Und das ist ja schon mal der erste Schritt. Also wenn man sich bewusst ist, es muss etwas geschehen, wir müssen etwas ändern, dann kann man die Ziele definieren, dann kann man vielleicht auch mal sich noch eine Meinung von außen holen, also sei es irgendwie aus einer anderen Branche oder von einem anderen Unternehmen oder eine Beratung, je nachdem. Und dann muss man einfach mal handeln, ne? Und man muss jetzt handeln, man muss die Sachen umsetzen, gucken, ob es funktioniert. Also eigentlich so ein klassischer PDCA-Zyklus. Okay. PDCA heißt was? Plan, Do, Check, Act. Okay. Die ganzen Maßnahmen, die Sie genannt haben, auch was Umschulungen betrifft und Ähnliches, die sind ja, das ist eine Maßnahme, wo auch ein Unternehmen in eine Vorleistung gehen muss, eine gewisse. Definitiv. Lassen Sie mal auf den dritten Aspekt gucken, den ich relativ spannend finde, Janina. Ihr habt aber auch zur Frage Akzeptanz noch mal ein bisschen tiefer gebohrt. Ja, also die Akzeptanz im Großen und Ganzen ist ja das eine. Die Frage dann auf der anderen Seite ist, wer bezahlt das eigentlich und ist das aus Sicht der Menschen, aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt finanzierbar? Und aus dem Grund haben wir mal reingefragt und die Menschen gefragt, wären sie dazu bereit, höhere Lebenskosten in Kauf zu nehmen, damit die Fertigungsindustrie in Deutschland nachhaltiger wird? Also da wird es jetzt schon ganz konkret und guckt genau auf diesen Trade-off ein, den wir alle spüren. Und da sehen wir auch in den Daten, gerade mal 18,5% sagen hier ja, also das ist nicht einmal mehr jeder Fünfte. 9,3% sind hier unentschieden, also knapp jeder Zehnte. Und eine große Mehrheit von 72,2% sagt nein. Also diese Bereitschaft habe ich persönlich nicht. Da sehen wir schon, wo eigentlich der Handlungsbedarf ist oder wo genau dieses Stocken in der Transformation jetzt kommt, von dem ich eben gesprochen habe. Also wo wir schon auch noch eine Aufgabe haben, uns zu überlegen, wie wir hier gesamtwirtschaftlich Kosten verteilen. Wir sehen auch hier wieder die üblichen Grenzen, die wir einfach auch bei regionalen Auswertungen recht häufig sehen. Es gibt eben noch Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland an vielen Fragestellungen. Wir sehen, dass die Bereitschaft hier in den ostdeutschen Bundesländern etwas geringer ist. Und das zeigt sich hier auch nochmal auf der Landkreisauswertung. Also das spielt aber vielleicht an der Stelle auch gar nicht unbedingt eine Rolle, weil die Bereitschaft hier persönlich mehr Kosten zu tragen, die ist ja überall gering. Und das sehen wir dann eben auch noch, wenn wir nochmal detailliert ins Ruhrgebiet reinschauen. Also hier sieht man auch eben, die Karte ist mehrheitlich rot. Das heißt, die Menschen sind mehrheitlich nicht bereit, mehr Kosten zu zahlen. Und jetzt haben wir hier die größte Ausprägung beispielsweise in Bottrop mit 81%, aber auch in Gelsenkirchen sind wir bei 75%. Also ich glaube, da kann man mitnehmen, dass sich in ganz Deutschland die Menschen schwer tun, jetzt ganz konkret diese Kosten der Industrie als Konsumenten zu tragen. Das ist wiederum jetzt ein ernüchterndes Ergebnis, was aber auch an anderen Stellen, glaube ich, des politischen Diskurses immer mehr zum Tragen kommt. Also Stichwort Heizungshammer, da war es ja ähnlich. Was ist jetzt zu tun? Also so funktioniert es ja nicht letztendlich. Ja. Ne? Es wird ja Kosten geben, genau, in der Transformation, die am Ende vielleicht weniger werden bei der grünen
Umstellung auf Erneuerbare, aber erstmal wird es ja teurer werden, vermute ich. Ja, richtig. Also das Ergebnis überrascht nicht, finde ich. Also das war ja schon absehbar, dass die Leute eigentlich nicht bereit sind, dafür mehr zu zahlen. Aber genau, die Frage ist halt, was ist die Alternative? Und meiner Meinung nach gibt es keine. Also wir müssen die Transformation durchführen. Natürlich ist sie mit Kosten verbunden. Aber irgendwann wird sich das auch einspielen, ne? Dass man so ein Gleichgewicht hat zwischen Ökonomie, Ökologie, Soziologie. Und ja, im ersten Schritt immer mit Aufwand verbunden. Das kennen wir. Das ist auch so ein Weg, den die Unternehmen beschreiten müssen. Also die haben verschiedene Kosten, nicht nur Energiekosten, sondern auch Kosten für Aus- und Weiterbildung, für Umstellung ihrer Prozesse. Und da denke ich, ja, das ist unvermeidbar, aber darüber sollten wir halt auch sprechen. Ne? Und das sollten wir auch klar und offen kommunizieren, damit keiner überrascht wird im Endeffekt. Weil ich glaube, nur wenn man mit wirklich offenem Visier in dieses dynamische Umfeld geht, dann kommt dabei das raus, was wir uns alle wünschen. Und zwar, dass nachhaltig was getan wird, dass vorangedacht wird, dass Prozesse umgestellt werden. Und das ist auch der Weg, den man gehen muss. Ne? Über Kommunikation, über Dialoge, über offene Gespräche. Genau, und das sind auch so Werkzeuge, die für mich auch ganz klar zur Transformation und zur Nachhaltigkeit dazugehören. Das heißt, Unternehmen müssen auch werben mehr für sich, vielleicht mehr als früher. Im Bereich Fachkräftemangel vielleicht abschließend, ist ja auch einer, der in seinem Herzen liegt, sind dieselben Stakeholder am Ende, die jungen Leute, die dann idealerweise sogar bereit sind, für ein Unternehmen zu arbeiten? Die jungen Leute, die sind absolut bereit, dafür zu arbeiten. Die sind allerdings, und das erlebe ich oftmals als Dozentin an der Westfälischen Hochschule, ein bisschen orientierungslos. Ne? Also es gibt eine Vielzahl von Studiengängen, eine Vielzahl von neuen Studiengängen und die wissen nicht, was kommt nachher auf mich zu? In welcher Branche kann ich arbeiten? Wo kann ich Fuß fassen nachher? Und ich glaube, das ist ganz zentral. Also die müssen schon vorab mit möglichen oder potenziellen Arbeitgebern in Kontakt kommen. Die müssen wissen, wo geht für mich die Reise hin. Und auch dann können die nur zufrieden in ihr Studium oder in ihre Ausbildung gehen. Und das sind so Sachen, die fördern wir ganz gezielt. Aus- und Weiterbildung, aber auch das H2-Netzwerk Ruhr fördert das ganz gezielt. Zum Beispiel mit dem Praxistag Wasserstoff. Aha. Den hatten wir jetzt vor 4 Wochen. Am Anwenderzentrum in Herten, da waren 150 Schüler von Oberstufe über Berufskollegs und die haben sich informiert. Also die haben sich zum einen über die Thematik Wasserstoff an sich informiert, aber auch mit potenziellen Arbeitgebern gesprochen und geguckt, wo kann für mich die Reise hingehen. Weil, machen wir uns nichts vor, die Schullaufbahn oder die Studienlaufbahn, die ist mittlerweile so breit gefächert und es ist ja so viel ab vom klassischen, von der klassischen Ausbildung beispielsweise zum Lehrer oder so, da gibt es ja jetzt viel mehr. Also was versteht man denn unter so einem Studiengang Sustainable Engineering? Diese Fragen müssen beantwortet werden, die müssen eine Perspektive aufgezeigt bekommen und sie müssen auch spüren, dass sie nachher gefragte Fachleute sind. Ne? Und ich glaube, dann ist der Erfolg unbedingt. Und auch das Durchhaltevermögen bei so einem Studium oder bei so einer Ausbildung auch schon deutlich in den Fokus gerückt und es wird einfacher für die jungen Leute. Vielen Dank. Zwei Bereiche auf jeden Fall, die wir, die glaube ich schon rübergekommen sind. Wir haben ja viele Unternehmen, die hier zuhören, die alle sich dieselbe Frage stellen. Ich danke sehr für die Diskussion, liebe Janina. Vielen Dank für die wertvollen Ergebnisse dazu. Sehr spannend. Finde ich, sind auch zugänglich für unsere Zuhörenden. Vielen Dank, Frau Dr. Schulte, für die Diskussion, die Gespräche. Ich glaube, das ist ja auch erst der Anfang. Sowohl das H2-Netzwerk Ruhr ist immer ansprechbar, adressierbar, als auch Fastil natürlich, Sie als Beratungsunternehmen dazu. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns dafür, dass Sie zugehört haben und wünschen noch einen schönen Tag.